Herzlich willkommen, sagt euch allen Franz Josef aus Graz. Heute mit einem Kurzkommentar zu einem Tagebuch, zu einem neuen Tagebucheintrag auf der Webseite preset2033.at. Das ist dieser Eintrag mit dem Titel Die APA, die Austrian Presseagentur, als Teil der US-EU-zentralen Zensurmaschine, nämlich die APA als freiwilliger Diener der Google-Zensur und Überraschung, Überraschung, das bezahlen alles wir mit unserem Steuergeld. Die Eigentümer der APA-Gruppe sind der ORF, da ist also unser Steuergeld, und die übliche bekannte Matrixpresse, Landschaft, Standardpresse, Kurier, Kleine, Tiroler, Salzburger, Oberösterreichische und so weiter. Wichtig zu verstehen ist, dass das die Eigentümer sind. Das gehört denen. Das sind die Chefs, die sagen an, was in der APA passiert. Und was hier seit kurzer Zeit läuft, ist der APA-Faktencheck. Und der funktioniert folgendermaßen, der ist einmal unparteilich und Sie können feststellen, was ist richtig und was ist falsch. Und warum können Sie das? Weil Sie ein Zertifikat haben und das kommt von IFCN, vom International Fact Checking Network. Und dieses IFCN bestätigt, dass die Faktenchecks der APA unabhängig, transparent und nach einheitlichen Standards entstehen. Die APA wurde auf Eigentümerauftrag dort Mitglied und muss alle 2 Jahre ihre Mitgliedschaft erneuern und bezahlen. Dieses IFCN, das diese Zertifikate verleiht, ist eine Abteilung von Pointer. Und Pointer ist wie ein Konzern organisiert und der hat 4 Brands, 4 Marken. Das ist einmal dieses IFCN, bei dem jetzt die APA dabei ist. Das ist MediaWise, ist eine 2. Marke. Eine 3. Marke heißt Craig Newmark Center for Ethics and Leadership. Und eine 4. Marke heißt Politifact. Das Geschäftsmodell dieser IFCN, wie wir gesehen haben, ist, dass die Zertifikate verkaufen. Und zwar verkaufen die ihre Zertifikate an mehr als 170 Fact-Checking-Organisations auf der ganzen Welt. Pointer vergibt Stipendien an junge Journalisten, die sich hier beteiligen wollen am Fact-Checking-Network und betreibt eine eigene Coronavirus-Facts-Allianz. Dann vergeben sie Preise, einer wird von Meta, also Facebook gesponsert. Für junge Fact-Checker-Organisationen stehen 12 Millionen Dollar Förderung bereit. Und diese 12 Millionen kommen ja von irgendwo her und die kommen von den Spendern. Weil Pointer, wie Pointer hier schreibt, braucht unabhängiger Journalismus Transparenz in Bezug auf, woher die Gelder kommen. Und daher steht hier auch, wer Pointer bezahlt. Nämlich, wer das Fact-Checking-Netzwerk bezahlt, wer Politifact bezahlt und wer MediaWise bezahlt. Das sind also die 3 Marken von Pointer. Bezahlt werden die von der Google News Initiative, die ermöglichen MediaWise und Politifact überhaupt erst
und arbeiten mit dem Fact-Checking-Network zusammen. Dann ist Meta Facebook dabei, die helfen und empowern. Dann ist Microsoft dabei. Dann ist das National Endowment for Democracy dabei. Omida, das ist PayPal. Dann interessanterweise haben sie einen Vertrag mit TikTok, das sind die Chinesen. Und WhatsApp ist auch dabei, um Missinformation zu bekämpfen. So, und jetzt haben wir hier den lustigen Fall, dass Google, Meta, Microsoft, die haben ein Fact-Checker-Netzwerk aufgesetzt, das sie selbst bezahlen, wo sie selbst das Management hineinsetzen und dann überprüft dieses Gremium, ob die Nachrichten von Google, Meta und so weiter richtig sind. Das ist das Schöne an der Transparenz dieser Webseite. Aber es sind auch NBC News, Newsweek und Washington Post und Voice of America dabei, die von der eigenen Organisation ihre Nachrichten auf Fakten überprüfen lassen. Und dann haben wir auch noch die Philanthropen und da sind wir jetzt direkt bei Bill Gates und beim Council on Foreign Relations, Foundation, Trust, Foundation und Washington Post. Die haben sogar eine Akademie, die Washington Post, für vielfältige Berichterstattung in den Medien. Gut, wir sehen also, dieses Pointer-Netzwerk wird von Big Media finanziert und die tun und die kontrollieren Big Media und die tun dann so, als würde es stimmen und damit das alles Zertifikate hat, hat jetzt auch die APA eines. Hier steht dann auch noch, dass sich Pointer auf die Third-Party-Fact-Checker von Meta und Google verlässt. Das heißt, sie nehmen dann die Inhalte von Meta und Google als Pointer und das ist dann die Wahrheit. Und hier sind die sogenannten Signatories gelistet, also die sich in diese Pointer-Gruppe freiwillig eingeschrieben haben. Und wir haben ja eine Chance von France Press dabei, weil die haben ein direktes Agreement mit der APA. Es sind viele, hier ist die APA selber, es sind dann viele aus den USA dabei. Aber ist der Bayerische Rundfunk, dann Korrektiv aus Deutschland, bitte, ist beim Fact-Checking Network mit der APA zusammen und die Deutsche Welle. Wen haben wir da noch? Fact-Check.org, das sind Amis. Ja, zwei von England, nämlich Full Fact und Fair Fact Service. Die sind wichtig, die kontrollieren den britischen Raum. Lead Stories von den USA, MediaWise von den USA und das ist lustig, weil wir haben ja gesehen, dass dieses IFCN eine Abteilung ist von Pointer, MediaWise ist eine andere Abteilung von Pointer und da bestätigen sich die Abteilungen untereinander, dass sie transparent sind. Und die Donau-Uni, Krems ist dabei, bitte. Bei Google. Politifact, das gleiche. Das ist auch eine Abteilung von Pointer selber, wie wir am Anfang gesehen haben. Reuters natürlich, also Rockefeller. Dann ja, aus der Ukraine natürlich auch wer, keine Frage. Washington Post Fact Checker, Washington Post ist auch dabei, die das ja bezahlen, nicht? USA Today, die Deutsche Presseagentur, gut,
Dann haben wir mit der Deutschen Presseagentur, mit Korrektiv, mit dem Bayerischen Rundfunk, die unter DPA die Deutschen beisammen und mit der APA und mit der Donau-Uni Krems die Österreicher beisammen, wo man sich also 100% darauf verlassen kann, 100%, dass das von Google, von Facebook geprüft ist. In einem früheren Tagebucheintrag haben wir das herausgearbeitet, dass der Council on Foreign Relations mit seinen 5000 ultrareichen US-Mitgliedern und den 100 ultrareichen US-Konzernen, die dort alle in einem Verein zusammen sind, ja, das sind die Neocons, die wollen die US-Herrschaft, das ist sozusagen die US-Finanzoligarchie, Produktionsoligarchie, die Waffenoligarchie, die Medienoligarchie, dies werden dort abgestimmt. Und die bestimmen auch, was im Atlantic Council unter anderem vor sich geht. Und der Atlantic Council, das ist sozusagen der militärische Arm, einer der militärischen Finger vom Council on Foreign Relations, jetzt ein eigenes Faktencheck-Lab für die Vorgänge in der Ukraine ins Leben gerufen. Und hier werden die westlichen Nachrichten, was in der Ukraine vor sich geht, produziert. Das hat also mit dem, was in der Ukraine vor sich geht, inzwischen nichts mehr zu tun. Die Ukraine hat zu wenig Soldaten, hat zu wenig Munition, hat genau null Chance. Und alle diese Atlantic Council und Globsec-Leute reden davon, dass die Ukraine unbedingt gewinnen muss, was nicht mehr geht. Hier ist Verleugnung der Wirklichkeit festzustellen, die äußerst, äußerst kritisch ist für uns einfache Bürger. Aber die Propaganda wird knallhart getrommelt. An der Klimafront gibt es die CO2 Foundation. Die kommt vom IPCC. Okay? Und ja, die erzählen also die Klimapanik und wollen Klimadesinformation neutralisieren. Nettes Wort, ne? Und die arbeiten wieder zusammen mit ACE Space und das ist auch wieder so eine Sammelorganisation und über das steuern wieder die Council und Foreign Relations Mitglieder. Was sind das? 4, 8, 16, 24 Unterorganisationen, die alle einen Vorstand haben und bestens bezahlt werden dafür, dass sie der Welt erklären, in welcher Klimakatastrophe wir sind, in der wir nicht sind. Und da steht auch, die erklären auch sehr schön, wie sie die Propaganda machen, nämlich zuerst Education. Da wird aber nur das Kernteam erzogen. Die müssen dann in Action gehen. Das heißt, das sind dann die Influencer, die in Action gehen und damit dann letztendlich diese Beeinflussung herauskommt, die diese ganze Propagandamaschine beabsichtigt. Diese ACE-Space läuft mit einem Jahresbudget von 2,5 Millionen Dollar in etwa. Das ist also eine kleine Organisation, obwohl da 24 noch einmal dranhängen, wenn man bedenkt, dass Bill Gates von seiner Foundation mehr als 400 Millionen Dollar nur an solche Klimavereine gespendet hat. Gut, und jetzt verstehen wir die zertifizierte Transparenz, Unparteilichkeit und Qualitätssicherung der APA mit ihrem Fake News Detektor, ja, eben weil sie sich hier unterschrieben haben. Das macht uns sicher, aber sie sind auch noch bei einer zweiten Vereinigung verifiziertes Mitglied und das sind jetzt die, die nur für Europa zuständig sind. Also Pointer ist auch für Europa zuständig, weltweit, aber das sind die Europaspezialisten. Und in dieser europäischen Vereinigung überprüft sich die APA selbst.
aber nicht alleine. Wer hilft der APA dabei? Eine Menge Belgier aus allen möglichen Staaten, aber den haben wir da dabei, Korrektiv, die sind Pointer-Mitglied. Also APA und Korrektiv sitzen hier zusammen. Dann die DPA ist Pointer-Mitglied. Die AFB, die Franzosen, Pointer-Mitglied. Haben wir noch wen drinnen? Nö, soweit. Wir sehen also, hier sind 5 Pointer-Mitglieder drinnen, die sich gegenseitig verifizieren, und das sind mehrere andere europäische Fact-Checking-Organisationen auch angeschlossen, wie FACTA und wie Fact-Check und wie Factual aus Rumänien und wie Fake News aus Serbien und Factoje aus Albanien. Ja, also auf diese Art und Weise ist es richtig militärisch oder konzernmäßig organisiert. Und das Ziel der Übung ist die Zentralisierung der Steuerung der Nachrichten im gesamten US-, Großbritannien-, EU-Gebiet, also in der westlichen Wertegemeinschaft, und die volle Zensur freier Meinung und Berichterstattung. Also auf der einen Seite aktiv, wie die Propaganda genau gestaltet werden muss, und auf der anderen Seite jede abweichende Meinung von der Political Correctness wird hart verfolgt. Und die Hauptnarrative, die hier per Propaganda und Zensur gepusht werden, sind so weit bekannt. Das ist die Corona-Panik mit Blackout der Impfschäden und Verdrehung der Situation. Immer Blackout und Verdrehung ist bei dieser Propaganda dabei. Die Klimapanik. Wir bräuchten mehr CO2, das wäre definitiv besser. Hier wird hier verdreht. Die Putin-Panik, was hier vollkommen ausgeblendet wird, sind die NATO-Lügen über die Osterweiterung, NATO-Vertragsbruch der Minsker Vereinbarung. Es hätte diesen Krieg nicht geben müssen, wenn sich die NATO an die Minsker Vereinbarung 2015 gehalten hätte. Das ist ein absolut unnötiger Krieg, der alleine von Seiten der NATO eben durch den Vertragsbruch dieser zwei Vereinbarungen ausgelöst wurde. Ja, und dann haben wir neben der Panikmache natürlich noch die Blackouts, also worüber nicht berichtet wird. Korruption hört man wenig, Chemtrails gibt es nicht, HAB gibt es nicht, Gefahren von 5G und Smart gibt es nicht. Und es wird sehr, sehr wenig berichtet über die transatlantischen Machtklicken wie den Council on Foreign Relations, da hört man nichts, den Soros, European Council on Foreign Relations, hört man nichts. Bilderberger einmal im Jahr ein kleiner Bericht irgendwo im Standard, Forum Altbach ein bisschen mehr, Lobseck, die Kriegstreiber in Europa, hört man überhaupt null, nix. Und dann kommen die Attacken auf die freien Medien, Verschwörungstheoretiker, Aluhut, Nazi, wobei Nazi ist natürlich besonders problematisch, weil wenn man von dem als rechtsextremer Nazi bezeichnet wird, dann kann man mit dem relativ schwer diskutieren, weil der unterliegt nämlich einer schweren Denkstörung. Weil die Nazis sind Nationalsozialisten und Sozialisten sind links. Und wenn jetzt wer meint, dass Sozialisten, nur weil sie Nationalsozialisten sind, auf einmal rechts sind, das ist eine Denkstörung. Und solche Denkstörungen sind sehr, sehr schwer zu beseitigen, weil sie tief einprogrammiert sind und von den Medien immer weiter geprügelt werden. Ja, und die Attacken gehen ja dann weiter, wie wir gesehen haben, bei Auf1 und beim Kompaktmagazin, Kontensperrungen, Hausdurchsuchungen. Auf1 wurde Satellitenprogramm gelöscht oder verboten, und dann natürlich die großen Figuren, die aufgestellt werden, wie Julian Assange und jetzt Pavel Durov,
der so nicht freiwillig mitgemacht hat, so wie Facebook, dass er sich diesem US-Kontrollregime unterordnet. Na, mal sehen, wie das ausgeht. Auf den Prüfstand der Ethik und der Sparsamkeit gestellt, können wir uns diese ganze Propagandamaschinerie, die wir besprochen haben, im Grunde genommen sparen. Die APA lebt vom ORF-Geld, lebt von uns. Also wieso müssen wir das bezahlen, dass wir so indoktriniert und zensiert werden? Das muss man sich einmal überlegen. Zum Abschluss noch, man muss immer beim Council on Foreign Relations nachschauen, wie es weitergehen wird und wie eben diese 5000 Mitglieder und 100 größten US-Konzerne denken werden, weil die lernen das hier. Da gibt es schon einen 2021er Bericht über Misinformation and Trust in Media. Neuen Bericht Confronting Disinformation in the Digital Age. Da sitzen also dann immer die Council on Foreign Relations Mitglieder, also die Ultrareichen, zusammen. Man sieht das mit dem Leiter von Atlantic Council, der macht die militärische Abteilung, New York Times, die gehört zu Big Media dazu, und die besprechen das, was jetzt wichtig ist. Wie zum Beispiel über Israel und die Hamas berichtet wird fertig. Und das ist jetzt ein ganz, ganz wesentliches Dokument, das am Council on Foreign Relations erschienen wurde, nämlich am 20. August dieses Jahres, nämlich, dass es eine neue US-große Strategie braucht. Nämlich, es ist der Fall für den multipolaren Pluralismus eingetreten. Gut. Das ist diese Umstellung von der unipolaren, US-kontrollierten Welt in die Welt mit China, Russland, afrikanischen Staaten, südafrikanischen Staaten, Saudis und so weiter als eigenständige Player, die sich nicht mehr dem US-Hegemon unterordnen. Und das ist also jetzt auch der große Kampf innerhalb dieser höchsten Powergruppe, die die Geschicke wirklich bestimmt. Der westlichen Welt. Und er schreibt hier, Stephen Heinz, der gehört also zur Heinz-Familie, die machen Ketchup oder solche Sachen auch, und er schreibt hier, dass es ein Domestic Disagreement gibt. Das heißt, zu Hause, innerhalb vom CFR, ist nicht klar, wie mit der neuen Situation umgegangen werden soll. Das Einzige, was klar ist, ist natürlich, in der Ukraine muss weiter Krieg geführt werden, weil davon profitieren die ultrareichen Aktienbesitzer der Waffenschmieden derartig explosionsartig, dass die auf diesen Profit nicht verzichten werden. Aber immerhin, hier ist auch im Council on Foreign Relations die Erkenntnis, Gott sei Dank bereits eingekehrt, dass sie darüber nachdenken beginnen, wie sie in dem Reigen der Supermächte sich einordnen und mit der Unterdrückung der ganzen Welt aufhören. Aber sie werden nicht die Europa und sie werden nicht die britischen Staaten, also Kanada, Australien, Neuseeland, die werden sie nicht aus ihrer Kontrolle lassen. Europa muss sich selbst befreien. Österreich muss sich selbst befreien, das ist der einzige Weg und das müssen wir selber machen. Das macht keiner für uns von da oben. Gut, somit sind wir am Ende dieses möglichst kurzen Erklärvideos zu diesem Tagebucheintrag auf der Webseite preset2033.at und wie immer wünsche ich uns allen bis zum nächsten Mal. Viel Glück!